Lars Weibel, danke vielmals, dass Sie sich kurz Zeit nehmen zu diesem kurzen Talk. Sie sind jetzt rund 100 Tage im Amt. Haben Sie es zählt schon? Nein, ich habe es nicht gezählt. Ich habe auch keine Zeit gehabt, um es zu zählen. Macht aber unglaublich viel Spass, ist sehr breit, ist wirklich sehr interessant und vielseitig und wirklich keine Zeit gehabt, um zu zählen. Aber viel Stress auch ein bisschen. Wie fühlen Sie sich in der neuen Rolle, oder? Ja, ich fühle mich ausgelastet. Ich fühle mich eigentlich gut. Wie gesagt, ich bin jeden Tag gefordert und gehe jeden Tag mit der Einstellung zum Haus aus. Was kann ich heute machen, zum Schweizer Hockey verbessern oder mithelfen, den eingeschlagenen Weg weiterzuführen? Und was will man mehr als ehemaliger Sportler, wenn man nachher so ein Amt bekleiden darf? Was sind denn das für Sachen, die Sie jeden Tag vielleicht besser machen können für die Schweizer Eishockey? Also zuerst ist mal sicher, die bestehenden Strukturen immer auch ein bisschen zu hinterfragen, zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg, wo könnte man mit dem Feintuning etwas optimieren. Sehr eine reizvolle Aufgabe, weil man auch sagen muss, dass sehr, sehr viel auch sehr gut ist und vieles in den letzten Jahren richtig gemacht ist. Also ich mit alles anderen als Entwicklungshelfer, aber ich weiss, dass ich mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wesen auch wieder ein bisschen neue Sachen kann reinbringen kann. Ja, oder was Sie zuletzt eben in die Verbandsstrukturen ein bisschen reinschauen auch haben können, sind Sie selber Spieler gewesen? Sie sind zwar noch als Experte im Fernsehen auch dabei gewesen, sind natürlich auch noch dabei gewesen, aber so richtig im Verband rein, zuletzt mal als Spieler. Wie sehr hat sich das verändert, das Verbandsleben? Ja, enorm. So wie ich es eben als Profi einschätzen konnte, ist der Verband extrem gewachsen, extrem professionell strukturiert und allgemein das Hockey hat sich sehr, sehr entwickelt in den letzten Jahren und schlussendlich, der Sport ist immer noch der gleiche, der hat sich auch weiterentwickelt, aber es ist definitiv ein neues Zeitalter. Was hat sich am meisten vielleicht verändert, wenn wir zurückschauen, vor 10 Jahren? Ich habe das Gefühl, matchentscheidend ist das Produkt, das ist Hockey. Wie entwickelt sich das Hockey? Wie sind wir unterwegs? Was gilt es in den nächsten Jahren zu machen? Ich sage immer, wir müssen uns rund 5-8% verbessern, um den Platz der Weltspitze zu behaupten. Und wenn du weiterkommen willst, müsstest du eigentlich dich noch mehr steigern. Also der Pace ist sehr hoch. Ich glaube, das ist die Vorgabe und natürlich hat es 100 Einflussfaktoren, die mitentscheidend sind. Das mediale Interesse, Social Media, die ganze Sportpolitik, es ist eben, wie gesagt, sehr, sehr breit und das natürlich auch auf jeder Altersstufe, jetzt, was mein Ressort anbelangt und darum, eben, wie gesagt, das ist sehr komplex und sehr spannend. Sie haben es auch angetönt, aber die Schweizer, oder Eishockey in der Schweiz scheint wirklich sehr beliebt zu sein. Jetzt auch in den letzten Jahren durch auch Erfolg für die Nationalmannschaft. Der Sport wird auch gelebt, er wird verfolgt. Wie kann man das beibehalten oder vielleicht sogar noch ausbauen, noch mehr ausbauen? Eben entscheidend ist das Produkt. Sicher die Liga ist sehr wichtig bei uns. Von dem her gesehen sind wir auf verschiedene Teilgebiete angewiesen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist der Beweis, dass ich das Gefühl habe, der eingeschlagene Weg ist der richtige. Ich glaube, wir müssen uns auf unsere Werte konzentrieren. Wir müssen ein Schweizer Produkt bleiben. Wir müssen unsere Stärken und Schwächen können einbringen und die Leute müssen sich können zu 100% mit dem identifizieren. Der Schweizer hat ein Anrecht auf einen guten, ehrlichen und authentischen Auftritt. Ich glaube, das ist schlussendlich der Schlüssel und dann müssen wir das ausnutzen, dass man so einen Support hat, so eine Wertschätzung überkommt und schlussendlich geht es nur miteinander. Das ist jetzt ein Schweizer Weg, wo Ihr Vorgänger, Reto Raffainer, auch viel dazu beiträgt. Was hat er alles aufgebaut, wo Sie jetzt vielleicht auch jetzt profitieren können davon? Ja, alles und viel. Ich meine, er hat den Mut gehabt, den Weg vorzugehen. Er hat mit seinem Team und seinen Leuten den Mut gehabt, auch einmal, wenn ein bisschen Gegenwind gekommen ist, an den bestimmten Strukturen festzuhalten. Sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn es jetzt eben einmal nicht gerade läuft. Es braucht auch ein bisschen Geduld und Stärke, breite Schultern. Insofern, und das ist für mich wichtig, um es machen zu können, der eingeschlagene Weg ist richtig und unsere Aufgabe ist jetzt der, weitergehen, Philosophie und dann halt mit unseren Möglichkeiten wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen, um das Produkt weiterentwickeln zu können. Was haben Sie das Gefühl, wie sehr
von dem Mut können Sie auch reinbringen oder mal sagen, nein, jetzt gehen wir diesen Weg oder jetzt gehen wir in diese Richtung? Also ich kann einfach insofern machen, wenn ich überzeugt bin, dass das für Schweizer Hockey gut ist und überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, so wie Sie das in der Vergangenheit bei gewissen Entscheidungen auch gemacht haben, dann würde ich das sicher machen. Und ja, keine Angst haben vor irgendwelchen Verlusten, aber ich glaube, die Überzeugung, die muss da sein und ich glaube, das ist wirklich der Weg zum Gehen. Und ja, es klingt jetzt alles sehr optimistisch, wir dürfen nicht vergessen, es hat auch in den vergangenen Jahren Rückschläge gegeben und die wird es auch geben. Wir sind nicht so breit wie in Kanada mit 260'000 lizenzierten Spielern. Wenn wir gut arbeiten und alles richtig machen, dann können wir die Erfolge wiederholen oder näher an die Spitze kommen. Aber wir müssen auch realistisch sein und sagen, selbst die Zielsetzung, wie wir sie jetzt haben, von einem Viertelfinal, das ist dann schon auch nicht einfach gegeben. Also es braucht wirklich viel und andere Nationen schlafen nicht. Ja, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, die A-Nationalmannschaft, die ein wichtiger Teil ist, wenn man von Erfolg von einem Verband redet. Und Sie haben es auch gerade gesagt, in der jüngeren Vergangenheit grosse Erfolge gefeiert, Silbermedaille 2013, 2018. Was ist konkret dort richtig gemacht worden, dass so Erfolge möglich waren und wie kann man das weiterziehen? Vielleicht abgesehen vom Headcoach auch. Gut, es hat natürlich hockey-spezifische Gründe auch. Ich glaube, Patrick Fischer hat es sehr gut weiterentwickelt. Die ganze Struktur des Spiels, Defensiven und so weiter, war auch ein Prozess gewesen. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, man hat eine Strategie, an der hält man fest, aber innerhalb von dieser Strategie hat man auch eine gewisse Flexibilität. Ich glaube, das ist im internationalen Hockey sehr wichtig. Aber und das, was Sie wahrscheinlich ansprechen, ist glaube, dass man ein Spieler, der in die Nationalmannschaft kommt, weiss heute ziemlich genau, was erwartet wird. Er weiss ziemlich genau, was es braucht, um einen Platz drinnen zu ergattern. Und es gibt eine gewisse Konsequenz bei gewissen Regeln. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um an der Spitze erfolgreich Hockey spielen. Es gibt viele Spieler mittlerweile auch in der Schweiz. Ein grosses Aufgebot, das man da könnte machen könnte. Da kommen noch die NHL-Spieler dazu. Es ist nicht ganz einfach, das Ganze zu handeln, oder? Gerade im Vorfeld von einer WM dann auch. Nein, wir haben mehr Optionen als auch schon, wie Sie richtig gesagt haben. Aber eben, wir sind immer noch nicht dort, wo wir hingehen wollen. Und wir haben mehr Optionen, aber das ist manchmal ein Vorteil, aber auch nicht immer. Also man ist zum Beispiel auch ein bisschen abhängig, was läuft in anderen Ligen. Sprich NHL, wie sieht die Vertragssituation aus, wie viele Spieler haben wir in der Schweiz, die einsatzbereit sind oder vielleicht verletzt etc. Aber eben, es gleicht sich aus, wir haben Optionen. Und das ist wiederum unsere Aufgabe und vor allem eben auch die Stärke des Nationaltrainers in den letzten Jahren und in Zukunft dort die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wie gesagt, die sind breit abgestützt und nicht mehr nur aufs Hockey-Talent. Und ich bin da überzeugt, dass das die richtige Strategie nicht nur in der Nazi ist, sondern allgemein im Hockey und auch bei jungen Spielern. Skills und Fachkompetenz wie in der Wirtschaft ist fast die Grundvoraussetzung. Den Unterschied heute machst du über Persönlichkeit, Charakter und Willen. Und das sieht man bei den Top-Nationen. Und der Weg ist eingeschlagen worden und das ist der richtige. Und ich glaube, an dem müssen wir festhalten. Eine von den, ja, vielleicht die grösste Amtshandlung, die Sie bis jetzt gemacht haben, oder eine, die am deutlichsten zu sehen war, ist mit der Vertragsverlängerung von Patrick Fischer, die erst gerade erfolgt ist bis 2024. Sie haben ja selber noch mit ihm zusammengespielt, Lugano, Davos, Zug. Die Station hätten Sie damals gedacht, dass er mal so, dass es dich noch mal so euch wieder treffen? Nein, natürlich nicht. Nein, eben, wir haben fast ein Leben lang zusammen Hockey gespielt und dass er vieles kann und dass er ein unglaubliches Potenzial hat, habe ich jetzt zum Beispiel eigentlich immer gewusst. Dass er so einen Werdegang anlegt, hat mich am Anfang überrascht und heute nicht mehr. Und ja, mir persönlich habe ich gar nie so richtig Gedanken gemacht. Ich wertschätze es einfach extrem und ich glaube auch der Fischi, dass wir als Spieler dürfen starten und heute eigentlich so eine verantwortungsvolle Aufgabe dürfen kleiden. Und das nehmen wir auch sehr, sehr ernst und sind auch da wieder sehr ambitioniert. Aber nein,
dass wir uns so eigentlich wieder mal treffen, hätten wir nie gedacht. Aber ich nehme an, es gibt auch heute im Hockey noch etwa zwei Jungs, die auf dem Schulhausplatz spielen und dann reden, wie sie es dann mal machen, wenn sie Nazi übernehmen. Ja, ein bisschen Kontinuität gibt es auch bei der Assistenztrainerposition, also zumindest Christian Wohlwendt und Goalie-Trainer Peter Mettler, der ja seit dem Sommer jetzt eigentlich beim Club aktiv sind, beim HC Davos. Wie hat man das zustande gebracht, dass die zwei doch noch weitermachen und auf welcher Basis ist das auch? Also da ist natürlich mal sehr wichtig das Commitment der Clubs und ich finde das grossartig, dass man dort einen Schritt aufeinander zugeht und wirklich versucht miteinander auch Schweizer Hockey zu prägen. Uni, das Verständnis der Clubs geht es nicht und wir versuchen das auch unseren Teil dazu beizutragen. Sie geben uns Know-how und Leute und wir können sie auf internationalem Niveau weiter ausbilden und so können wir ihnen eigentlich etwas zurückgeben. Zwei sehr verdienstete Personen, wichtig in der Vergangenheit, wichtig in der Zukunft und jetzt sind wir froh, haben wir das können für diese Saison fixen und dann müssen wir schauen nachher eben, wie gesagt, wie es ausgeht. Nächste Priorität hat sicher mal nach der Tommy Albelin, wo wir dran sind und nachher Step by Step schauen, wie wir die Nachhaltigkeit im Coaching-Staff gewährleisten können. Mhm. Schauen wir noch ein bisschen voraus eben auf das grosse Highlight, das dann kommt nächstes Jahr mit der Heim-WM. Jetzt haben wir noch Vorbereitungsturnier, Vorbereitungswochen dann auch mit Spielen im Dezember oder eben im Deutschland-Cup. Wie wichtig sind die Turniere im Jahr, wo es nachher um die WM geht, um eine Heim-WM sogar? Also die sind sehr wichtig für ein Team oder für eine Nation wie uns. Eben andere Nationen, die haben eine Woche vor der WM, wissen die, wer genau kommt und wer frei hat. Wir haben dort die Möglichkeit, schon ein bisschen die Balance zu finden und ein Gerüst aufzubauen. Insofern für uns sehr wichtig als Nation. Aber eben nicht nur für die WM, sondern eben jetzt, wie jetzt der Deutschland-Cup, der mit einem sogenannten Mixteam ist, ergänzt zu den Prospect-Zusammenzügen, wo wir Junge sichten, ist es für uns eben auch wichtig, Spieler können einen Einblick geben, ein Know-how geben, was braucht es in Zukunft und auch zu sehen, wer hat das Potenzial in Zukunft für weitere WMs. Ich glaube, Erwartung und Ziel sind bei dieser WM noch beieinander. Vor allem eben noch zwei Silbermedaillen, haben wir es vorhin kurz angesprochen. Von dem her ist klar, was jetzt kommt, oder? Ja, für uns schon, ja. Unsere Zielsetzung ist Viertelfinal. Selbst das ist ein sportliches Ziel. Nochmal, es hat gewisse Nationen, die dann sehr gut Hockey spielen können. Wir haben es in Bratislava gesehen, wie nahe Sieg und Niederlage ist. Und auch in vergangenen Jahren wissen wir vom Modus, auch in dieser Zwischenrunde, musst konstant und anständig spielen. Das finde ich ein ehrgeiziges Ziel. Aber ja, das Wort Medaille fällt viel. Und der Patrick Fischer hat in der Vergangenheit auch gesagt, dass ein Umdenken stattfinden muss. Das ist völlig richtig. Und wir scheuchen uns nicht von dem. Aber hohe Ziele sind dann erreichbar, wenn man auch die Realität vor Augen hat und weiß, was es denn wirklich braucht, so einen Effort. Und ich glaube, das haben wir. Dann sind wir gespannt, wie das noch weitergeht. Danke vielmals, Lars Weibel. Vielmals. Eine gute Zeit. Merci.